Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 210 von Arborion. Ja, bisschen traurig gerade momentan, weil wir jetzt irgendwie so hin müssen, dass wir irgendwelche Teile kriegen und das halt bei den Ausrüstungsdocks nur ist und die sind doch weit verstreut. Wir müssen einmal hin und her springen. Ärgerlich, aber ist halt so. Jetzt müssen wir weiter gucken, dass wir dann noch was kriegen. Das würde ich sagen, greifen wir dann nach dem Intro an. Ne? Bis gleich. So, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Gibt es hier einen Ausrüstungsdock? Ne, einen Altmetallhändler gibt es hier noch. Okay, dann ist das hier schon mal erledigt. Karte einmal rein, bitte. Okay, da gab es eine Verbindung hin. Jetzt gibt es vielleicht hier noch eine Verbindung hin. Wieso ist denn da so ein komisches Zeichen? Unbekannte Energiesignatur. Dann fliegen wir da trotzdem mal. Und da oben sind auch zwei. Da hat sich was getan. Gab wohl ein Update, wa? Stand da auch was von Rift oder sowas, aber das habe ich ja nicht, ne? Dann mal gucken, was dahin geht und schauen wir mal, ob wir da auch was mit zu tun haben können. Ist ja eine Erweiterung, ne? So, unbekannte Massesignaturen. Das sagt uns was? Handelsposten, Ressourcenreparaturdock. Viele Kreuzer und sonst nichts. Hat mir also auch nicht hier wirklich was gebracht. Die fliegen alle noch dahin. Aber hier ist nichts. Können ja hier mal wieder Ausrüstungsdock reingeben, ne? Und dann sehen wir, dass wir da unten eins haben. Hier ist noch ein Ausrufungszeichen für Notruf. Hier ist noch ein grüner Blips, dann springen wir erst dahin. Einmal die Kiste gedreht und dann hingesprungen, ne? Mal schauen, wo wir rauskommen. Oder was es hier gibt. Ein Handelsposten. Einen einzelnen Handelsposten gibt es hier. Dann halt auf zum... Ne, Notiz wollte ich nicht hinzufügen. Ich wollte hier hinspringen. Dann auf zum zum Ausrüstungsdock, was es da gibt. Route ist berechnet. Wir können den Hyperhop-Antrieb loslegen lassen. Abgekühlt ist er auch. Falls ihr irgendwelche Geräusche hört, es regnet gerade hier sehr stark. So, Ausrüstungsdock. Da ist es. Da können wir schon mal hinfliegen, weil wir kaufen da bestimmt einen. So. Oh. Puh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da so knapp dran herkommen. Das wäre fast schief gegangen, ne? Fast voll reingeknallt, ne? Das Doktor ist näher, dann nehmen wir das. Aber wir sind ja sowieso schon gedockt. Ausrüstung, Präzision, Dual Gun. Ah, dürfen wir nicht kaufen, weil wir nicht mit denen gut Freund sind. Das ist schon mal schlecht, aber wir können den Rest kaufen und dann verbessert sich eigentlich. Nee, doch nicht. Schade. Ja, komm, los. Alles kaufen bis blau. Hier haben wir auch noch.
Gut. Dann haben wir den Laden leer gekauft. Aber wir können mal gerade noch mal reingucken, wie lange läuft das hier noch. 14 Minuten, okay, alles klar. Entschuldigung. So, da unten ist auch eins. Dann geht die Reise danach dahin. Dann müssen wir da einspringen. Ist ja auch schön. Hubraumantrieb geht los. Aufgeladen und Sprung. Ich glaube, es war auch so, dass wir nur noch Waffen brauchten, ne? Oder wie war das? Da habe ich jetzt gar nicht mehr darüber nachgedacht. Der Thomas, der wird das bestimmt wissen. Wo ist denn jetzt mein nettes? Da ist es. Dann einmal drehen. Glück gehabt. Gerade so geschafft. Docking Ports bitte einmal anschmeißen. Da kommen sie alle. Aber wir sind schon gedockt. Ausrüstung handeln. Kaufen, kaufen, kaufen. Alles gekauft. Das können wir wieder hier nicht, leider. Plasma-Geschützturm, Distanzduo und Distanzduo. Ja. Müssten wir jetzt eigentlich, wie wir die Oikoye-Republik oder so ähnlich heißen die, ne? Gibt es hier einen Handelsposten? Nicht wirklich, ne? Okay, dann schauen wir mal auf die Karte, wie es weitergehen kann. Und das gelbe Blipse hier, keine grünen. Wohl nicht. War da einer? Ja, dann springen wir da mal hin und gucken, was der gelbe hier so macht. Einmal dahin, gucken, was da ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch noch so eine Forschungsstation noch haben, dass wir da die Klamotten mal reinschmeißen, ne? Mal schauen, was in diesem gelben Sektor ist. Ja. Ah, hier sind ein paar Piraten. Mach Platz für unseren König, verlässt diesen Sektor. Macht der einer hier mit mir jetzt? Oh, er kämpft schon. Ne, wir kämpfen schon, okay. Und der? Schiffe Meme, hat er gesagt, oder? Gut. Oh, schon kaputt.
Gucken wir mal. Ach, der hat ein Schild, okay. Der Torpedo ist abgeschossen worden gerade. Der ist aber eingeschlagen. So, jetzt machen wir das Schild runter, damit wir da auch mal dran kommen, ne? Ist das euer König hier? Ne, ne, oder? Wie weit ist denn der? 4,3 Kilometer. Der hält sich aber tapfer, ne? Wann das da was? Achso, der jetzt ist ja schon kaputt. Da sind ein paar Sachen bei, die vielleicht ganz interessant sind. Das Rote auf jeden Fall. Oh, die haben Nachschub gekriegt, kann das sein? Okay. Aber wir waren eigentlich an dem dran, ne? Dann wollen wir auch hinter dem hinterher bleiben. Der schießt auch seitdem mit Torpedos, die müssen wir mal gerade kaputt machen. Sind es jetzt schon ein bisschen größer geworden hier, ne? Na, wieso nehme ich den jetzt aus dem Fokus? Ja, würden die denn jetzt mal ein bisschen schießen hier? Mal bitte kaputt machen, danke. Ach, die Klamotten Italien kriege ich jetzt gerade nicht. Der erstmal hier dran, ne? So, das Schild geht jetzt endlich down. Sehr gut. Und jetzt geht auch der Rest down. Wir müssen auf unser Ding ins aufpassen, ein bisschen sehe ich so, ne? Ich glaube, das Wichtige habe ich rausgeholt. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter weg gerade fliegen. Sprengen könnten wir jetzt auch. Vielleicht sollten wir das auch gerade machen, einfach hier mal weg, weil wir sind schon, vielleicht sind es noch 25%, die wir da haben, ne? Dann springen wir mal
Lass uns da einspringen. Springen wir da rein. Kommt wieder ein Torpedo. Okay. Weiß nicht, ob die hinterherkommen, müssen wir mal gucken, ne? Aber hier sind wir vielleicht an der Station oder sowas. Da sind ein paar andere Kreuzer und sowas noch, ne? Reparaturdock, Ressourcen und Handel. Drei Kreuzer sind hier. Ja, also nichts Besonderes, sagen wir es so. Hier gibt es auch nichts Grünes. Kann man da hinspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist nicht zu dem Weg. Okay. Kann man nicht hin, ist klar. Das bedeutet, wir springen hier hin. Aber ich würde sagen, wir machen hier auch wieder erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.